Guten Tag, Herr Baumeister. Sie hatten gerade Ihre Session, das energieautarke Haus, eine Erfolgsstory der Normung und Standardisierung. Können Sie uns noch einmal an einem konkreten Beispiel aufzeigen, was ist denn die Erfolgsstory der Normung und Standardisierung beim energieautarken Haus? Wie und wo wirken Normen und Standards und was sind vielleicht auch die Herausforderungen, die wir noch meistern müssen? Also, eins würde ich erstmal sagen, ob das schon energieautark ist, weiß ich nicht, aber wir sind auf einem sehr guten Weg. Was wir heute geschafft haben, das sind einige Dinge. Zum Beispiel hier, dass verschiedene Hersteller im Bereich Energiemanagement unabhängig von irgendwelchen Konstellationen miteinander kommunizieren können, dass also im Endeffekt ein Managementsystem zu Hause ihre gesamte Gerätschaft einplanen kann. Zum Beispiel, ich sag mal, Sie haben ein Elektroauto in ein, zwei Jahren, Sie haben halt eben eine Wärmepumpe, Sie haben weiße Ware-Geräte und Sie wollen Ihre eigene PV-Energie nutzen. Das heißt, der Energiemanager kann dann einfach im Laufe des Tages die Geräte so steuern, dass sie möglichst effizient mit der eigenen PV-Energie auskommen. Ansonsten halt eben die Kommunikation ins Grid durchführt und dann dementsprechend dann auch nachfragt, günstige Tarife, wie sieht die Energiemenge im Grid aus und so weiter und so fort, sodass es intelligent genutzt werden kann. Das ist eine Erfolgsstory, die ist heute schon da. Und was wir gerade machen, wir haben jetzt auch einen großen Piloten vorbereitet innerhalb eines europäischen Projektes und wir hoffen, dass wir dieses Projekt gewinnen. Da werden wir genau dieses in mindestens 7 Ländern in riesigen, großflächigen Piloten von bis zu 1000 Haushalten pro Pilot dann zeigen, dass das auch funktioniert und nicht nur jetzt als Demonstrator funktioniert. Ja? Dankeschön für die Antwort.